krass. Jetzt fahren wir mal da weiter. Da müssen wir ja nicht auf die andere Seite rüber, glaube ich. Wupp. Aber wir können es nochmal einmal machen. Wir drehen uns hier gleich noch einmal. Gucken mal, ob wir auf die andere Seite auch kommen. Ich trinke nochmal einen Schluck. Nee, scheint aber nicht, dass es da weitergehen würde. Ah, es fährt auch gar nicht aus, diesmal schaut. Diesmal fährt es auf der Seite gar nicht aus. Da können wir nichts machen. Okay, dann fahren wir jetzt mal los. Ich habe keine Ahnung, wie es kommt, Leute. Das müsste jetzt die fünfte Insel sein. Schätzungsweise. Bei uns gerade, wo wir vorher waren. Das kann ja eigentlich nicht sein. Ach doch, wir kamen hierher, ne? Ja, natürlich. Nee, nein, wir kamen ja anders an. Oder? Ich bin gerade voll irritiert. Nein, das ist eine neue Insel. Oh Gott, das sieht hier immer alles gleich aus. Das ist neu. Und hier ist Gehen irgendwo und ich habe Angst. Und ich gehe nochmal aufs Klo. Einen Moment. Und ich muss dann gleich mal aufhören. Gott, verdammt. Okay. Dann kann es mal weitergehen. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier los ist. Und hier waren wir auf keinen Fall schon mal. Warum kann ich nicht... Ach so. Ah, den muss ich selber ziehen. Ich will eigentlich nicht auf Gehen treffen, halt. Was? Jetzt sind wir wieder hier oder ist es jetzt ein neues? Sind wir jetzt wieder auf unserer Fischwaldinsel? Das wäre ja der Oberwitz. Da hätte man noch runterfahren können. 100% sind wir wieder im Fischwald. Jetzt weiß ich auch wieder, warum Fischwald gesagt. Wegen diesem Fisch habe ich Fischwald gesagt. Ja, da konnte man auch runterfahren, Leute. Ja, das ist ja witzig. Oh Gott, dieser Käfer. Ah, da hat er ja auch eine Kamera gehabt. Wo ist denn der jetzt hin abgehauen, eigentlich? Das ist die Frage. Der ist doch schon längst weg, aber ich will eigentlich gar nicht... Ja. Hier schlägt mal Alarm da oben, genau. Gute Sache. Wo sind die jetzt hin? Aber wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann kann ich nämlich jetzt auch nochmal gleich das überprüfen, was ich euch vor einigen Parts schon mal gesagt hatte, dass mir was aufgefallen war in der Bearbeitung. Dann nehmen wir halt jetzt unser U-Boot und fahren das halt an den Platz, wo wir es dann nicht mehr wegkriegen. So ungefähr. Hier war irgendwo... Wo ist denn hier diese komische Kammer? Ah, ja klar, ich weiß wo. Haha, ich weiß wo. Das ist dieses Ding da in der Mitte. Was, seht ihr das? Warte mal, wir können es gleich besser sehen. Da. Das dreht sich hier einmal rum. Damit hat er den Ausguck. Ja. Was ist denn hier drunter? Das sah nämlich aus, als wäre da... Als wäre da irgendwie unter Wasser noch was. Unter diesem... Das so aussah wie ein Fisch, wisst ihr? Oder war das einfach hier, die Höhle? Wahrscheinlich. Ja, das andere sind ja hier alles nur Steinchen und so. Hier, das sah aus wie, wie ein Fisch. Ziemlich schätzungsweise. Ja. Warte mal. Ja, hat er natürlich genau gesehen, wie ich sein U-Boot da genommen habe und so. Scheiße, der hat mich voll beobachtet halt. Wo ist denn eigentlich unser U-Boot jetzt? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das hingestellt hatte. Das steht doch nicht mehr beim Startpunkt, oder? Steht das am Start? Nee, da müssen wir jetzt nicht hin. Da steht das. Okay. Nochmal runter.
Hallo? Hier? Ja, fahr mal vor. Was? Ach so, erstmal umdrehen. Klar. Ist das richtig jetzt? Da ging es doch eben drüber. Ah ja. Ja, und jetzt kannst du nochmal gleich geradeaus weiterfahren. Wir gehen jetzt nämlich nochmal da oben hoch. Zu unserer Sternplattform. Die offen aussieht. Hat er die wieder aufgemacht, der blöde Arsch? Nee, das ist nur der unserer Kugel. Okay. Gut. Hoch, raus. Ja, da kann er hier alles auskundschaften. So eine kleine Schweinebacke. Okay, wir fahren jetzt hier noch. Ja, ja, alles okay. Wir fahren jetzt hier nochmal hoch und wir kommen hier dann wahrscheinlich nie wieder zurück, aber egal. Wir haben jetzt ja alles angeguckt mit dem U-Boot. Hoffentlich. Und dann kann ich euch mal zeigen, was mir aufgefallen ist. Und danach mache ich jetzt Ende, weil sonst werde ich bekloppt. Ich nehme jetzt schon gleich 2 Stunden wieder auf. Ich weiß gar nicht, wie ich das schneiden soll. Achtung, jetzt kann natürlich sein, dass der Typ wieder drin sitzt. Ne? Wir waren ja eigentlich laut Speicherstand noch nie hier. Ja, also, genau. Seht ihr? Hallo, ich bin's. Komm, mach die Augen auf. Ja. Keine Angst. Ich bin's nur. Ja, ja, das muss ich jetzt nicht nochmal sehen. So. Jetzt haut er ab. So schnell geht das eigentlich gar nicht, aber egal. Anscheinend schon. So, wir gehen jetzt einmal hier komplett durchs Dunkle durch. So, gehen hierher. Wo auch immer der jetzt abgehauen ist, aber egal. Machen hier das Licht an. Und hier. Und da. Und da sieht der nämlich hier. Das habe ich nämlich gesehen. Das sieht nämlich aus wie eine Tür. Wir machen hier aber erstmal überall das Licht an. Hier ist keins mehr. Brauchen wir auch nicht. Okay. Da. Schaut. Oder das ist nur die offene Tür von dem Gang? Nein, ist es nicht. Habe ich mir doch gedacht. Hier ist sogar Licht an. Okay. Dann ist der vielleicht hier reingerannt, hat über die Lampen Hand gemacht. Guten Tag, ich gucke mich nochmal einmal um. Ach so, es geht nur da weiter, oder was? Ja, okay. What? Hier sind alles Zeichen. Gott, kann ich sogar... Nein, ich will gar nicht. Nein, 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 ich will... nein, nein, ich mach wieder hoch. ich will gar nicht erstmal. Oh, da ist das, dieses Messergedöns. Halt, was haben wir denn hier für... Vogel?
Das ist doch dieser Fischwal. Den machen wir auf jeden Fall mal runter. Das ist der Fisch, komische. Den machen wir runter. Dann machen wir den anderen wieder hoch. Wenn das geht. Geht nicht, dann mach den erstmal wieder hoch. Und den anderen auch nochmal hoch, bitte. Und wir machen den Fischwal da. Das war unser Fischwal, den machen wir runter. Den kennen wir schon. Wir machen jetzt alles runter, was wir kennen. Kennen wir nicht. Ist vielleicht der Frosch, man weiß es nicht. Ach so, nochmal das gleiche. Kiefer, mach mal runter. Nö, keine Ahnung. Keine Ahnung. Schildkröte oder so? Nein, keine Ahnung. Alien? Sicherlich nicht. Vogel? Ah, ich habe mich weitergedreht gleich, okay. Oh, das ist der Käfer? Oh, scheiße. Ich weiß es nicht. Krokodil? Pelikan? Keine Ahnung. Oh, guck mal, Fisch. Oh, das war der gleiche. Ist das der Frosch? Scheiße, ich weiß nicht, welcher der Frosch ist. Oh, das war der gleiche. Oh, das ist der Frosch. Krebs? Kein Plan. Ist das unser Flugsaurier? Keine Ahnung. Wir sind jetzt wieder hier vorne. Ich glaube, ich komme doch noch nicht hier weiter irgendwie. Das ist auf jeden Fall, den kenne ich. Ich mache jetzt mal den, das ist noch unser Frosch, glaube ich. Das ist unser Flugsaurier, den kennen wir auch. War das unser... Das ist unser Käfer, oder? Ich glaube schon. Kennen wir nicht. Wo ist denn unser... Frosch habe ich schon gemacht, glaube ich. Ja, dann haben wir doch jetzt... Haben wir jetzt 5 runtergedrückt? 1, 2... Warte mal, ist die Flugende da noch mit... Okay, 1, 2, 3... 4... Wir haben nur 4. Was haben wir denn hier? Wir haben Käfer, diese Flugsaurier, den Frosch, Jaulen, keine Ahnung, von was das war. Käfer. Ich glaube, uns fehlt ein Tier. Und diesen neuen Fisch. Flugsaurier, der kein Flugsaurier ist. Frosch, Fisch, Käfer. 4. Was ist Nummer 5? Die Schnecke, die aber nicht drauf war. Was ist Nummer 5? Das ist auf jeden Fall korrekt. Ich denke, das ist auch korrekt. Ich glaube, das ist der Frosch. Oder? Ist er das? Das ist der komische Flugsaurier, der kein Flugsaurier ist. Das müsste der Käfer sein. Hoffe ich. Das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Das könnte halt auch der Frosch sein. Achso, ich will jetzt aber nicht runter machen eigentlich. Das sieht komisch aus. Ich glaube, den anderen ist unser Frosch. Das stimmt hier nicht. Das stimmt auch nicht. Was ist das? Ist das eine Qualle? Die Käferqualle? Wollen wir die Käferqualle noch nehmen? Ist das eine Qualle überhaupt?
Ja, irgendwie schon. Das Auge ist ein bisschen merkwürdig. Weil die anderen Tiere sagen mir jetzt alle gar nichts. Also Krokodil und so, das hat mir alles überhaupt nicht. Das sind eigentlich die einzigen Tiere. Das könnte halt auch noch ein Frosch sein, aber das sah unser Frosch nicht aus. So sah unser Frosch eigentlich auch nicht aus. Beim Frosch bin ich mir echt gerade unsicher. Vielleicht sollte ich mal die ganzen verschiedenen Frösche probieren. Und auch diesen komischen Frosch hier. Das wäre noch eine Idee. Komme ich jetzt da hinten irgendwie hin? Nee, scheint nicht so. Dann nehmen wir doch nochmal raus. Ich glaube, wir müssen erstmal die hier wieder zurück machen. Welchen haben wir dann? Nee, ja, ich will eigentlich nur den Frosch rausnehmen. Nee, den möchte ich drin lassen. Den kann ich aber nicht. Dann muss ich erst den Flugsaurier rausnehmen. Dann kann ich jetzt den Frosch... Ja, gut, dann machen wir jetzt den Flugsaurier nochmal rein. Dann können wir nämlich die Frösche alle ausprobieren mal. Und wo haben wir jetzt nochmal das komische andere Ding? Hier, diese Qualle, wenn es eine Qualle ist. Weil es sah ja im Brunnen auch aus wie eine Qualle. Und dann... wo habe ich jetzt gesagt, wo sind jetzt unsere verschiedenen Frösche? Dort zum Beispiel. Scheint sie nicht zu tun. Meine Externe arbeitet gerade. Kein Wunder, ich nehme extrem lang auf. Nehmen wir den Frosch nochmal. Scheint sich auch nicht zu tun. Was könnte noch ein Frosch sein? Das da vorne, was war das hier? Nehmen wir halt den nochmal. Sieht aber aus wie eine, irgendwie so ein kleiner Schildkröte oder so. Passiert aber auch nichts. Ach, den Frosch wollten wir noch nehmen, genau. Mach das nochmal hoch. Aber auch nichts. Ja, dann lassen wir das jetzt hier erstmal nochmal. Das hat sonst hier keinen Sinn. Nee, ich kann hier nichts klicken, Leute. Ich will nochmal raus und nochmal hier reingucken. Sind die jetzt alle noch unten? Ja, die sind noch so unten, wie sie es waren. Nein, warte, ich gehe jetzt hier. Doch, ich gehe mal kurz. Nein, ich gehe jetzt nicht raus. Warte, ich mach's jetzt anders. Ich stelle mich hier hin und guck aus Meer und höre hier auf dann. Leute, es war eine lange, lange Runde. Wie gesagt, ich habe jetzt ja, 2 Stunden aufgenommen, Toilettengänge abgezogen. Sind wir dann bei, keine Ahnung, ein bisschen weniger. War schön, wir haben viel gesehen. Uns fehlt immer noch die letzte Insel. War interessant, dass wir echt beim Fisch da dann von der vom Fisch noch zu der Insel kamen. Voll cool. Vom Fischwald. Sagt mir mal, wie euch das jetzt hier alles gefallen hat. Ich hoffe, ihr hattet gut mitgerätselt bei diesem ganzen komischen Berggedöns-Sachen. Und dann schauen wir mal, was wir das nächste Mal machen. Ich werde mir auf jeden Fall jetzt mal bis zum nächsten Mal hier alles neu schön aufschreiben, aber ich werde jetzt, denke ich mal, einige Zeit haben, wenn ich jetzt 2 Stunden aufgenommen habe. Okay. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich freue mich. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Die werde ich jetzt zumindest haben. Tschüss.